So, heute wollen wir über Vollständigkeitsaxiom reden und das ist Kapitel 5. Vollständigkeitsaxiom. Das ist noch andere Axiom oder Regel, die wir brauchen für reelle Zahlen. So, erst ein bisschen Motivation. Wir haben bis jetzt über viele Axiome geredet, Axiome für Körper, Axiome für Anordnung, dann diese archimedische Axiome. Und man kann merken, dass neben reellen Zahlen das alles auch von rationalen Zahlen erfüllt wird. Rationale Zahlen, erinnern wir, das sind die Brüche P durch Q. Und es gibt aber auch ein Problem mit rationalen Zahlen, und zwar wir Q nehmen, dass die rationale Zahlen haben Lücken. Was das bedeutet, ich kann die rationale Zahl skizzieren, das sind es gibt viele, viele. Aber es gibt immer Punkte, welche nicht rational sind. Zum Beispiel, wir wissen, dass Wurzel von 2 nicht eine rationale Zahl ist. Wie kann man das zeigen? Viele von euch haben das, von Ihnen haben das vielleicht in Schule gesehen. Argument ist relativ einfach. Durch Widerspruch, wir nehmen an, wir können das schreiben als eine rationale Zahl. In verkürztes Form, das heißt, man kann nicht das durch irgendwelche natürliche Zahl dividieren, sodass weiter so n durch m bleibt. Und dann sehen wir, wenn wir zweite Potenz nehmen, Quadrat, kriegen wir 2 ist n Quadrat um m Quadrat, so kürze Form, verkürztes Form. Und davon habe ich, dass 2 mal m Quadrat ist n Quadrat. Aber wir sehen, dass die linke Seite ist ein gerades Zahl, das bedeutet, auch rechte Seite muss gerade sein. Und da ein natürliches Zahl ist, das ist möglich nur wenn, so das ist gerade, deshalb auch das ist gerade, und deshalb n ist gerade, das heißt n ist 2 mal k. Aber dann sehen wir, wenn wir das hier einsetzen, dann sehen wir, das war, haben wir 2 mal m Quadrat ist 2 mal k Quadrat, das heißt 4k Quadrat. Jetzt kann ich das durch 2. Und jetzt kann ich gleiche Argument wiederholen. Rechte Seite ist gerade, das heißt m Quadrat ist gerade. Das bedeutet, dass auch m ist gerade. Aber da m ist gerade und n ist gerade, das heißt, hier war 2 mal etwas durch 2 mal etwas, und das war nicht die verkürzte Form, und das ist ein Widerspruch. So, wir sehen, dass es gibt Zahlen, die einfach nicht rational sind, und das heißt, wir haben einfach Lücke in diesen Zahlen, in diese Gerade. Und das natürlich ist ein bisschen blöd, weil wir haben letztes über Folgen gesprochen und immer konvergenten Folgen, und konvergente Folge war so definiert, dass es eine Folge, die irgendwo geht. Das heißt, es gibt ein Zahl, sodass, wenn wir lange genug warten, dann sind wir sehr nah an diesen Zahl und immer näher und näher. Aber jetzt sehen wir das Problem, dass, wenn wir solche Lücken haben, vielleicht haben wir Folge, die irgendwo gehen, aber dieser Punkt liegt da nicht. Und um das ein bisschen zu nachvollziehen, war die Idee, die zurück an Cauchy geht, war, können wir vielleicht solche Folgen oder können wir mit einer Definition kommen, die eigentlich sagt, eine Folge ist konvergent, die geht irgendwo, ohne um diese Limes, diese Grenzwert zu benutzen. Und eigentlich ist es möglich, so eine Folge An von wieder reale Zahlen heißt Cauchy-Folge, falls, und wieder solche Spiel mit Epsilon und N, für jede Epsilon gibt es große N,
So dass für jede n und m, jetzt nehme ich zwei Indexen größer als n, a n minus a m kleiner als Epsilon ist. Das bedeutet, wenn wir für beliebige Epsilon, wenn wir genug lange warten, ich sage immer genug, da ist kein Zeit, das ist nur dieser Index, aber ich denke, jede Sekunde werde ich nächste Glieder von a n betrachten, dann wenn wir lange genug warten, für alle nächsten sind die nah voneinander. Wichtig zu bemerken ist, wir sagen nicht, dass an und an plus 1 sind nah voneinander, aber dass alle, die später kommen, sind nah voneinander. Ja? Man kann Beispiel oder eine Bemerkung, reicht nicht an minus plus 1 klein oder so betrachten, weil natürlich, wenn wir solche Beispiele nehmen, dass dieser Unterschied 1 durch n wird, wir wissen, mache von euch, dass solche Reihe wird divergiert. So das reicht nicht. Wir müssen wirklich für alle n und m, so alle per betrachten. Und die erste Bemerkung ist, ich habe gesagt, okay, wir wollen diese konvergenten Folgen oder mit konvergenten Folgen arbeiten, ohne wirklich mit diesem Grenzwert. Und erster Satz eigentlich sagt, dass diese Definition ist die richtige Definition, und zwar, dass jede konvergente Folge in R, aber auch in allgemein ist Cauchy. So, die Idee ist, sobald wir einen Grenzwert haben, ein Limes, dann ist solche Folge Cauchy. Warum das so ist? So erst ein Bild. So, was bedeutet, eine Folge ist konvergent? Das bedeutet, es gibt einen Punkt A, sodass die Glieder von dieser Folge näher und näher kommen. Das heißt, für beliebige kleine Umgebung von A, das heißt, das ist die Umgebung minus Epsilon plus Epsilon, sind wir ab bestimmter n immer hier rein. Und jetzt sieht man, wie kann man probieren zu zeigen, dass diese Folge Cauchy ist, wenn wir wissen, dass ab bestimmter so an konvergent bedeutet, für jede Epsilon gibt es n, sodass für jede n größer als n haben wir an minus a kleiner als Epsilon. Das ist genau dieses Bild. Das heißt, ab dieser große n sind alle Elemente hier. Aber dann sehen wir, dass wenn ich beliebige zwei Elemente davon nehme, die sind am schlechtesten zwei Epsilon von sich entfernt. Ja? Und das können wir natürlich gleich benutzen, um zu zeigen, dass diese Folge ist Cauchy. Okay, so, das heißt, das ist die Definition von Cauchy. So, wir wollen zeigen, es ist, von konvergenten Folgen. So, wir wollen jetzt zeigen, dass diese konvergente Folge an ist Cauchy. So, um das zu machen, wir wollen zeigen, es ist Cauchy. Das heißt, für jede Epsilon wollen wir n finden, so sei Epsilon positiv. Okay? Dann, jetzt benutzen wir diese Definition von konvergenten Folgen. Dann existiert n, sodass für jede n größer als n haben wir folgendes. A minus an ist kleiner als Epsilon Hälfte. Jetzt natürlich können Sie fragen, warum Epsilon Hälfte? Man kann das in diesem Bild sehen, wenn ich A hier habe und ich nehme diese Größe Epsilon Hälfte und ich weiß, es gibt einen Punkt, der hier ist und einen anderen Punkt, welcher hier ist, dann sehe ich, wenn diese Größe ist Epsilon Hälfte, dann Entfernung von diesen zwei Punkten wird weniger als Epsilon. Und das ist genau, was wir benutzen. So, wir haben das hier. Und das heißt, für jede n und m größer als n haben wir das a minus an ist kleiner als Epsilon Hälfte, aber gleichzeitig a minus am ist kleiner als Epsilon Hälfte. Insbesondere, wenn ich betrachte an minus am, kann ich sagen an minus a plus a minus am. Und ich benutze Dreieckungleichung, an minus a plus am minus a.
Und das ist weniger als Epsilon Hälfte plus Epsilon Hälfte und das ist gleich Epsilon. Das heißt, wir haben gezeigt, sobald n und m größer als n sind, dann Entfernung von diesen zwei Punkten ist Epsilon. Und man sieht gleich, warum haben wir hier Epsilon Hälfte gewählt, weil es kann sein, wir werden Epsilon wählen und dann werden wir zweimal Epsilon kriegen, was auch in Ordnung wäre, aber dann werden wir ein bisschen etwas anders gezeigt. So, wir sehen, dass diese Definition von Cauchy-Folge macht Sinn, dass es so ist, dass jede Konvergente ist Cauchy. Und jetzt kann man natürlich fragen, naja, aber gilt es auch die andere Richtung? Ist es auch so, dass jede Cauchy-Folge auch konvergent ist? Und wir sehen auf diesem Beispiel von rationalen Zahlen, dass das nicht der Fall ist. Wie kann man das sehen? Zum Beispiel, ich nehme Wurzel von 2. Das wissen wir, das ist keine rationale Zahl. Aber natürlich kann ich mit einer Folge kommen, die kommt immer näher und näher an Wurzel von 2. Man kann relativ einfach zeigen, das wird eine Cauchy-Folge. Aber diese Wurzel von 2 liegt nicht in rationalen Zahlen. Das heißt, diese Limes existiert, aber sie existiert nicht in diesem Raum, wo wir gucken. Das ist wie, wenn wir in Ebene waren und etwas irgendwo in den Raum fliegt. Das heißt, wir sehen an diesem Beispiel von rationalen Zahlen, dass eigentlich das nicht gilt, dass jede Cauchy-Folge auch konvergent ist. Und deshalb kommt diese Vollständigkeitsaxiom, welche sagt, jede Cauchy-Folge ist konvergent. Das heißt, und zum Beispiel das gilt in reellen Zahlen, das heißt, jede Cauchy-Folge ist konvergent. Wir werden zum Beispiel später im nächsten Kapitel, in Kapitel 6, mit Wurzeln sich beschäftigen. Wir werden definieren oder konstruieren so Wurzelnfunktionen, zum Beispiel Wurzel von 2. Und wir sehen, dass wir brauchen solche Vollständigkeitsaxiomen, weil wir sehen, dass in natürlichen Zahlen existiert einfach nicht Wurzel von 2. Das heißt, man sieht, es ist wichtig. Als nächstes wollen wir auf eine alternative oder äquivalente Voraussetzung zu diesem Vollständigkeitsaxiom formulieren, welche manchmal nutzbar ist. Aber bevor ich das mache, brauche ich ein bisschen Notation oder Definitionen. Zuerst, was ist ein Intervall? Ein Intervall, sag mal, abgeschlossenes Intervall. Ich nehme zwei Zahlen a und b reelle und dann die abgeschlossene Intervall ab ist genau die Menge von reellen Zahlen, die zwischen a und b liegen. Und Gleichheit ist auch erlaubt. Das ist abgeschlossen bedeutet, dass das ist einfach so. Ab, das sind alle Zahlen zwischen, aber auch mit diesen zwei Grenzwerten. Und Diameter von, sag mal, wir nehmen i, Diameter von i oder Diameter von diesem abgeschlossenen Intervall ist einfach b minus a. Das heißt, das ist einfach die Länge von dem Intervall. Und damit kann ich schon sogenannte Intervallschachtungsprinzip formulieren. Was ist die Idee von diesem Intervallschachtungsprinzip? Die Idee ist folgendes. Wir nehmen an, wir haben Intervallen, die immer, so nächste Intervall ist Teilmenge von vorherige, das heißt, ein I0, I1, I2 und so weiter. Intervallen mit. So, das heißt, Bild ist folgendes, das ist mein I0
Und hier drinnen habe ich I1 und noch drinnen habe ich I2 und so weiter. Aber ich brauche nicht nur, dass die so solche Schachtung gibt, sondern auch das Limes n gegen unendlich von Diameter von In ist gleich 0. Das heißt, diese Intervallen sind natürlich kleiner und kleiner, aber dass die wirklich die Größe gegen 0 konvergiert. Und dieses Intervallschaltungsprinzip ist, dass wenn wir solche Intervallen, so sein abgeschlossene Intervallen, und wenn wir das haben, dann existiert genau ein Punkt x in R, sodass x liegt in in für jede n. Das heißt, es gibt genau einen Punkt, der in alle von diesen Intervallen liegt. Man kann überlegen, man hat nicht wirklich viel Freiheit, was kann man machen? Zum Beispiel, wenn man die Abgeschlossenheit wegnimmt, die offenen Intervalle, das gilt nicht. Und wenn man das hier wegnimmt, das gilt auch nicht, dann wird man nicht Eindeutigkeit kriegen und so weiter. Und ich habe gesagt, dass dieses Intervallschachtelungsprinzip hat etwas zu tun mit diesen Cauchy-Folgen oder mit Vollständigkeit. Und das ist genau der Fall. Und zwar diese Voraussetzungen sind äquivalent, das heißt, dieses Intervallschachtelungsprinzip und Vollständigkeitsaxiom sind äquivalent. So, wir werden das erst eine Richtung als Satz 2 formulieren. Und zwar Vollständigkeitsaxiom impliziert Intervallschachtelungsprinzip. So, hier kommt Beweis. So, wir wollen beweisen, dass wenn wir Vollständigkeitsaxiom haben, dann gilt auch dieses Intervallschachtelungsprinzip. So, was ist Intervallschachtelungsprinzip? Das ist genau das. Das heißt, wir haben I0, I1 und so weiter, Intervallen, wie hier. Und wir wollen zeigen, dann existiert genau ein Punkt, der da liegt. Und was wir haben diese Vollständigkeitsaxiom, das heißt, wir wissen, dass jede Cauchy-Folge konvergiert. Das heißt, wir wollen aus diesen Intervallen eine Cauchy-Folge konstruieren. So, wir konstruieren eine Cauchy-Folge. Und eine Möglichkeit wäre, dass ich nehme in jedem Intervall einen Punkt. Das heißt, hier nehme ich Punkt, hier. Etwas einfacheres wäre, ich nehme immer die zum Beispiel linke Punkt. Das heißt, sag mal, IK ist genau AKBK. Und dann betrachte die Folge AK. Und wir wollen zeigen, dass das ist eine Cauchy-Folge. Wie können wir das zeigen? So, was wollen wir zeigen, ist, dass die Entfernung von Punkten in diesen Folge später sehr klein ist. Wir zeigen, dass AK Cauchy ist. So, wieder ein Bild. So, hier ist mein erster Intervall, A0. Hier ist mein zweiter, hier ist A1. Vielleicht hier ist A2 und so weiter. So, wir sehen natürlich, dass An ist immer Teil von IK, sobald N ist größer als K. Weil die Intervalle sind in solche Schachtelung. Und das heißt, wir sehen, dass An und Am sind beide in IK für jede N und M größer als K, insbesondere
an minus am, da die beide in diesem Intervall sind, ist die Entfernung ist kleiner als Diameter von ik. Das heißt, wir sehen, dass sobald die n um m größer als k sind, ist diese Entfernung kleiner als Diameter von diesem Intervall. Insbesondere, wenn ich nehme epsilon positiv und ich finde jetzt k, dann finde k so, dass dieser Diameter von ik ist kleiner als epsilon. Warum können wir das machen? Weil wir wissen, dass diese Intervallen haben die Diameter von diesen Intervallen gegen 0 konvergiert. Das heißt, für bestimmte k ist das hier immer kleiner als epsilon. Und für diese, und dann haben wir aus dieser Voraussetzung oder aus dieser Eigenschaft, dass an am wird kleiner als Diameter und das wird kleiner als epsilon. Das insbesondere bedeutet, dass diese Folge Cauchy ist. Und jetzt können wir diese Vollständigkeitsaxiom benutzen und sagen, okay, die Folge ist Cauchy, so AK Cauchy, Vollständigkeitsaxiom bedeutet AK konvergiert gegen Punkt X. Oder, genau, können wir X nennen. So, was bleibt noch zu zeigen ist, wir wollen zeigen, so, wir haben schon einen Punkt X, zu welchem diese AK konvergieren, aber wir wollen zeigen zwei Sachen. Erste ist, dass diese X liegt in allen Intervallen AIN und zweitens, es gibt eine Eindeutigkeit. So, erst sehen wir Folgendes, dass wir wissen, dass AK ist kleiner AN, kleiner BN, kleiner. So, wir zeigen, dass x liegt in alle ik oder im. So, wir haben das hier, sobald k ist kleiner als n. Das ist genau dieses Schachtelungsprinzip. Insbesondere sehen wir, dass wenn wir jetzt das hier als unsere Folge betrachten, die konvergiert gegen x, und wir hatten diese im letzten Kapitel, in Kapitel 4, hatten wir diese Korrelat zum Satz 5, welche war, wenn ich eine Folge habe, die von unten und oben beschränkt ist bei zwei Schränken und die Folge ist konvergent, dann wird auch Limes zwischen diese zwei Schränken. So, ich halte diese BK, diese AK und BK fest. Meine Folge ist immer zwischen diese zwei. Das bedeutet, dass auch Limes liegt in diesem Intervall AK, BK. Aber das ist genau ik. Und das heißt, wir haben das für jede k gezeigt. Das heißt, x in ik für jede k. Und jetzt, warum ist das eindeutig? Naja, das ist auch einfach. Weil, falls wir zwei Punkte hätten, die liegen immer in jede ik, so Widerspruch, falls in und y in alle ik, für alle k, ist besondere ist, dass x minus y muss kleiner als Diameter von diesem ik sein, aber diese Diameter konvergieren gegen 0. Das heißt, das bedeutet, x minus y ist gleich 0 und wir wissen, das bedeutet x gleich y. So, im nächsten Video werden wir Satz 3 zeigen und Satz 3 ist genau die andere Richtung, das heißt, dieses Intervallschachtelungsprinzip impliziert Vollständigkeitsaxiom und damit werden wir fertig mit diesen Äquivalenzen.